Ja, weit mein Teil, liebe Freunde von All for Hunters, All for Shooters, Tag 4 hier auf der IWA 2022. Jetzt sind wir hier bei Arex. Neben mir steht ein Altbekannter, und zwar ist das Herr Tim Kastagne. Und der wird uns jetzt drei neue Modelle aus der Serie. Aus der Serie Delta, die ist die Delta-Serie, Delta 2, Generation 2 von der Firma Arex in Slowenien. Ja. Die sich bisher ganz stark um den Behördenmarkt gekümmert hat und deswegen zivil noch gar nicht groß aufgetreten ist. Aber es wird höchste Zeit, dass wir diese wirklich, wirklich gut gelungenen Waffen jetzt auch einem breiteren Publikum zugänglich machen. Deswegen machen wir auch das Video. Ja. Und jetzt legen Sie mal los. Das hier ist die Generation 2 aus unserer Delta-Serie, eine Polymerpistole. Ja. Ich halte mal ein bisschen dichter ran, Sie können weiter erzählen. Ja. Ja, ich nehme so lange die hier, wir sind da gleich. Polymerpistole, polymeres Griffstück. Ja. Großer Vorteil, wir machen alles selbst, das Plastik, das Spritzen, die Formen dafür. Das heißt, wir können da sehr flexibel reagieren. Ja. Was wir geschafft haben, ist, das schmalste Griffstück im Markt zu machen. Das heißt, für jede Art auch Holster, verdecktes Tragen natürlich sehr gut. Mhm. Aber auch sehr bequem für verschieden große Hände. Die Waffe kommt mit 4 verschiedenen Rückenplatten. Ja. Das heißt, für jede Handgröße lässt sie sich ideal anpassen, bleibt trotzdem gleich schmal. Mhm. Alle Größen haben wir natürlich auch. Wir haben die von der kompakten bis zur mittleren zur großen Größe. Eine subkompakte wird auch noch kommen dieses Jahr. Dann haben wir eine Waffe, die ist auch komplett beidseitig. Also wir haben versucht mal das, was unsere Wettbewerber gut angefangen haben, aber nicht zu Ende gedacht haben, wirklich mal weiterzumachen. Also zum Beispiel ein Magazinauslöser, der umsteckbar ist von links nach rechts, ist zwar grundsätzlich nicht verkehrt, nützt mir aber nichts, wenn ich tatsächlich im Feuergefecht oder beim Schießen von der linken in die rechte Hand wechseln muss. Ja. Das heißt, unsere Magazinauslöser funktionieren automatisch von beiden Seiten. Okay, wenn ihr mehr wissen wollt, dann guckt ihr natürlich auf die Internetseite von euch. Da gibt es ja höchstwahrscheinlich auch deutsche Beschreibungen. Auf der Internetseite ist alles gut beschrieben. Ja. Und wir werden eine neue Webseite jetzt demnächst sogar freischalten, die so noch weiter geht und mehr ins Detail reingeht. Okay, und ich weiß, mein Kollege Tino Schmidt, der war ja gestern oder vorgestern schon hier. Es gibt also auch einen Artikel bei All for Hunters, All for Shooters. Da könnt ihr sozusagen zu diesen drei neuen Modellen alles nachlesen, alle Informationen nochmal holen, die Details. Gibt es eigentlich schon Preisinformationen? Ja, in der groben Richtung liegen wir immer in dem Bereich, wo wir versuchen, sehr viel Wert für das Geld zu liefern. Das heißt, alle diese Modelle, je nach Ausstattung, ob sie taktisch sind oder nicht, liegen so zwischen 550 und 750 Euro. Okay. Und wie gesagt, weitere Informationen bekommt ihr bei All for Hunters, All for Shooters auf der Internetseite. Absolut. Und ja, ich hoffe, das ist für den einen oder anderen interessant gewesen. Ich wollte noch eine Frage stellen, was den Preis betrifft. Ach so, ja, Verfügbarkeit. Sind sie schon verfügbar? Ab Lager, sofort. Wir vertreiben hier in Deutschland über Brownells und die haben alles da. Und es kann sofort losgehen. Okay, also ihr wisst Bescheid.